Ja, hallo liebe Freunde bei einer weiteren Folge Transportfieber, bei mir gespielt. Hier mit unseren neuen Bussen. Ja, das ist unser Flughafenterminal, das wir in der letzten Folge noch gebaut haben. Sieht eigentlich noch relativ cool aus hier. Das so ansieht. Gefällt mir eigentlich. Ja, darunter haben wir einen Tiefbahnhof gebaut. Ja, der ist ja noch nicht angeschlossen. Ja, und ich muss mich jetzt doch kurz entschuldigen für den Abschluss der letzten Folge. Dass ich mich nicht verabschiedet habe, das hat einen folgenden Grund. Ich hatte gerade bei, ja, als die Zeit rum war, als wir da hinten mit dem Flughafen rumexperimentiert hatten, einen Absturz des gesamten Spiels. Ich weiß nicht, momentan noch nicht, woran das wirklich lag. Kann ich jetzt auch nicht wirklich nachvollziehen. Deshalb, ja, wir düsen einfach mal darauf. Ich hatte zuerst den Verdacht, dass vielleicht hier irgendwie eine Mod das verursacht. Dem war aber wohl nicht so. Sonst würde es ja jetzt auch abstürzen. Aber ich habe gesagt, wir werden diesen Flughafen noch etwas umplatzieren. Da mich das ein wenig stört, dass der, ja, dass die Flugzeuge hier durch den Berg hindurch anfliegen. Nämlich hier. Die Umflugschneise geht hier durch den Berg durch. Das gefällt mir eben nicht so wirklich. Jetzt muss ich hier kurz schauen, wir haben hier eine Tramlinie. Das würde heißen, auch diese Station wird umziehen müssen. Zwangsläufig. Ich würde mal sagen, wir machen einen Flughafen mal hier hin. Oh, da, ja, da haben wir natürlich auch noch einen Untergrundbahnhof, glaube ich, drinnen. Oder zumindest unten hin geht man sitzt. Genau. Die Linie müsste natürlich dann auch umziehen. Ja, das wird jetzt ein bisschen Arbeit beanspruchen. Jetzt ist die Frage, wohin gehen wir mit dem Bahnhof? Mit dem Flughafen. Oder soll ich den hier lassen, einfach etwas umbauen? Ich müsste auch wahrscheinlich das Autobahnkreuz noch etwas ändern. Wie wäre das, wenn wir den so drehen, dass wir den einfach doch hier hätten? Ja, ich müsste dann irgendwie hier hin, damit es gehen würde. Ja, ich möchte eben nicht die ganze Uhr, den ganzen Untergrundbahnhof auch nochmals versetzen müssen. Aber wenn wir den vielleicht so hier hinsetzen. Wahrscheinlich die Umflugschneise auch immer noch mittendrin, oder? Wenn ich den hier so hier hinsetze,
müssen wir das Depot etwas versetzen. Wenn wir mit den Schienen hier hinten lang düsen, soll ich das mal austesten, dass wir den Flughafen eigentlich so gerade hinbauen könnten, wäre das optimal, würde ich mal meinen. Ja, dazu müsste das Depot weg und die Güterzugschienen. Oder wir gehen da unten durch, dass wir den so hier aufsetzen können. Ja, jetzt müssen natürlich hier mal alle Flugzeuge weg sein, sonst geht es nämlich überhaupt nicht. Weil wir hier so viel Flugverkehr haben, dann ist das Problem, dass wir wahrscheinlich mit denen irgendwie unter die Erde müssen. Oder ich gehe mit denen hier hinten lang. Und so hier rein, dass dieser Bogen halt noch etwas größer wird. Weil mit den Schienen könnte ich auch unter die Erde gehen. Das ist ja kein Ding. In dem Sinne. Jetzt, was haben wir hier für Gleise? Ja, 200er Gleise. Hm, doch noch, okay. Versuchen wir das mal irgendwie im laufenden Betrieb etwas zu lösen. Können wir hier irgendwie hier gerade ausdüsen? Ja, wir können. Dankeschön. Ja, jetzt geht das natürlich wieder nicht. Gut, dann bauen wir das mal bis hier hin. Setzen wir hier zu einer Kurve an. Komm ich hier auch noch irgendwie da rein? Ja. Es geht. Dieses Gleis eben noch. Steigung zu groß. Okay. Dann eben nicht. Dann wird das jedes Mal so funktionieren.
Okay, das würde bis dahin funktionieren eigentlich, he? Eigentlich so wie ich mir gerne hätte. Gut, da ist eh noch kein Zug unterwegs, von dem her ist das kein Unding. Ich muss schon mal hier wegreißen. Schon mal. Hier komme ich eben wie gesagt nicht raus, das ist das Problem. Ja, und hier komme ich ebenfalls nicht raus. Gut. Dann wären wir mit denen mal dort draußen. Dann mal schauen, wie wir das hier anstellen. Sagen wir, gehen mal mit dem hier irgendwie so raus. Dass es dann irgendwie gehen würde. So würde das funktionieren. Okay, da hat es eine Kollision, wahrscheinlich wegen einem Lichtsignal, das im Weg steht. Es ist ein Lichtsignal im Weg. Gut, kein Unding, die können wir eigentlich ja mal entfernen. Die wir nicht benötigen im Moment. Ich lasse die Signale mal eingeschaltet, damit ich weiß, wohin ich mit denen hin muss. Ja, dann wird das hier hinten lang gehen. Sehen wir aber das andere Gleis hier mit. Das Vanilla-Tunnel. Ja, das ist wieder ein etwas gröberer Umbau, den wir jetzt leider vornehmen hier in Zürich. Um mal das Problem zu beheben mit den... Kann ich nicht mal so weit hinfahren, wieso nicht? Jetzt geht's.
Haben wir alle? Ich glaube schon, hä? Jo, wir haben alle. So. Gut. Ja, hier haben wir natürlich jetzt auch noch ein Problemchen. Mit der Zufahrt hier, weil das Depot soll ja hier eigentlich weg. Im Prinzip könnten wir hier doch unter der Erde bleiben. Können wir eh mal von hier her rückbauen, soweit das geht. Das werden wir eh noch anders gestalten hier, diesen Bahnhof. Jetzt haben wir natürlich hier noch die Quergleise. So. Was man nicht alles für den Flughafen macht, in diesem Sinne. Das sieht doch aus wie neu. Okay. Ich würde sagen, da sollte man dann eigentlich den Flughafen gut reinkriegen irgendwie. So, dann reparieren wir hier wieder. Dieses Teil, das wir hier angerichtet haben. Gut. Ja, jetzt müsste ich hier natürlich noch kurz wahrscheinlich irgendwie mit dem Zug schauen, dass ich hier das richtige Gleis kappe. Dann. Sobald der drin ist. Ich hoffe, der andere kommt jetzt nicht gleich. Ach, eine Idee. Das ist der einer, der dreht, genau. Gut. Ist da hinten noch einer? Nee. Hier ist keiner mehr. Wir können hier eigentlich mal die Signale hinstellen. Die fehlen nämlich. Haben wir so drin. So. Dann machen wir hier gleich hier noch auf der Brücke. Dann gibt es hier oben sicher auch noch. Das ist noch eine etwas größeren Bogen. Jetzt halt der Weg hier ein bisschen länger, dann macht er eigentlich auch nichts. So, jetzt müssen wir hier die Kurven wegreißen, damit wir hier arbeiten können. So. Gut, das zusammenflicken.
da müsste das eigentlich schon passen mit der Linie. Ja, die machen, was sie sollen. Gut. Also, können wir weiterlaufen lassen. Ja, liebe Freunde, ich würde sagen, in der nächsten Folge werden wir hier schauen, dass wir das fertig kriegen. Und bis dahin wünsche ich euch allen eine gute Zeit und ja, bis zur nächsten Folge, die ja morgen kommt. Ja, in diesem Sinne, tschüss!